Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter FTL, Faster Than Light. Und in der letzten Folge tut es mir wahnsinnig leid, dass da die Musik so laut war. So ist das Leben manchmal, da muss man durch. Ja, andere Leute in anderen Ländern, die verhungern. Ja, gibt Schlimmeres, Freunde, gibt Schlimmeres. Nee, und weiter geht's. Wir sind ja hier auf der harten Reise weg von den Rebellen. Mit Fu und Honey sind wir hier unterwegs. Und wir haben jetzt quasi alles erledigt vor unserem nächsten Sprung und können direkt loslegen, Freunde. Also, ab geht's. Hier sehen wir schon, die Rebellen sind uns hart auf den Fersen. Trotzdem haben wir noch Zeit, hier noch einen anderen Beacon zu besuchen, bevor wir ins Exit fliegen. Deswegen machen wir das einfach mal. Hallo, Ship Refueling Station is stationed at this Beacon. Hier könnte man nachtanken für, ich sehe gerade, relativ wenig Geld. Oder, ich verstehe das immer nicht. Guck mal, hier steht jetzt 6 Fuel vor 12 Scrap, ne? Und hier steht Buy 1 Fuel for 2 Scrap. Wieso steht hier bei? Und wieso steht das hier nicht? Ich würde jetzt gerne 6 für 12 kaufen. Kriege ich da jetzt auch 6? Thank you for your business. Ja, genau. Okay, dann ist es einfach nur ein Fehler von denen irgendwie, weil da ganz unten stand bei den anderen nicht. Und dann denkt man vielleicht, wenn da jetzt bei steht und da nicht, dass man das dann irgendwie verkauft oder so. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal echt eine Menge Sprit dabei. Das ist sehr, sehr angenehm. Jetzt müssen wir uns darüber erstmal keine Gedanken machen. Worüber wir uns Gedanken machen müssen, ist, wir haben ein bisschen wenig Kohle. Wir können das Schiff nicht aufbessern. Und wir sind ein bisschen verletzt, wollte ich sagen. Aber ein bisschen beschädigt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, jetzt können wir immer noch eins vor dem Exit springen. Die zwei bleibt noch. Okay, hier ist einfach gar nichts los. Kann man auch mal machen, ne? So, jetzt wird es aber langsam ein bisschen kritisch, deswegen gehen wir mal hier hin. Und sind kurz davor, in den zweiten Sektor zu springen. Ja, hier sind wir erreicht. Und wenn wir hier fertig sind, dann können wir springen. So, hier könnten wir Drohnenteile verkaufen. Warum eigentlich nicht? Wir haben ja eh noch kein Drohnensystem. Das mache ich jetzt einfach mal. Zack. Ein bisschen mehr Kohle und können jetzt auch schon springen in den nächsten Sektor. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr gefährlich. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier weg. So, und dann sind wir im Sektor-Chooser, habe ich ihn jetzt einfach mal genannt, wo man dann sehen kann, wo man lang fliegt. Also die grünen Dinger sind zivile Dinger, Sektoren. Die roten sind gefährlich. Die sind gefährlich. Und die lilanen, das sind die schlimmsten, das sind die Nebula-Dinger. Da kannst du gar nichts machen. Da siehst du immer nichts und da kannst du nicht agieren. Dann sind die Sensoren aus und so. Oh, wow. Will ich gar nicht mit anfangen. Und ich sehe gerade, egal wo wir lang fliegen, wir werden auf jeden Fall durch Nebula-Dinger fliegen müssen. Jetzt, wenn man hier mal rechnet, hier müssen wir durch 1, 2, 2 mindestens. Wenn wir hier durchfliegen, müssen wir auf jeden Fall durch auch 2. So, hier ist auch ein grüner dabei, hier auch, hier sind 2 grüne dabei sogar, hier am Anfang und da am Ende. Das ist, also, ich dachte immer, das wäre das Schlauste, durch die grünen Dinger zu fliegen, weil die ja zivil sind. Und deswegen werden wir das jetzt, glaube ich, auch machen, wobei hier müssten wir, wenn wir den grünen nehmen, ja, da könnten wir durch rot, ja, so, so, und hier wären nur, aber hier wären nur rot, grün, rot. Hier müssten wir sogar nur durch ein so ein Ding fliegen. Machen wir das doch mal. Sind wir doch mal ganz verrückt und fliegen einfach mal durch diese roten Dinger. Wir sind ja auch total gefährlich unterwegs. Wir sind ja auch total gefährlich unterwegs, Leute. So. Hier war jetzt nichts los. Ich habe den Text nicht gelesen. Scheiße. Das muss man natürlich machen bei diesem Spiel. Man muss sich die Texte mal durchlesen. Irgendwann, nach einer Weile, weiß man schon ungefähr, was da drin steht. Allerdings, hier scheint einfach nur nichts los zu sein. Wir können einfach direkt weiterspringen. Hier ist ein Distress, da wollen wir nochmal nachgucken, ob wir irgendwem helfen können oder nicht. Diesmal wird es hoffentlich keine Falle sein, wie beim letzten Mal. You find a number of ships fleeing from a small space station. Yay, yeah, yeah, yeah. Hallo, asking what's wrong, help, we're being overrun by some sort of giant alien spiders. Okay, das ist jetzt ein Problem, weil wir kriegen halt so einen Hilfespruch von den Leuten auf dem Planeten und die sagen, dass die von riesen Spinnen angegriffen werden. Das hatte ich schon zweimal, das Problem. Und einmal habe ich meine Leute auf den Planeten geschickt und die haben auch schön die Spinnen da kaputt gemacht und kamen wieder und alles war gut. Aber einmal ist Honeyblumen draufgegangen dabei. Und das fand ich nicht so gut, aber wir probieren es einfach mal. Wir helfen jetzt mal.
Your crew boards the station, cautiously moving between corridors. Suddenly a man-sized arachnid bursts from a vent in the ceiling, followed by countless more. You fight your way back to the airlock and are forced to leave before accounting for all crew members. Not everybody made it back. Ja, toll. Ganz toll. Ja, ich sag noch, und es ist genau das passiert. Diesmal ist Fu gestorben. Das ist doch scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir sind viel zu wenige. Wir sind viel zu wenige. Ich lass Honey mal in der Schildstation. Aber es ist absolut, es ist fatal, was da gerade passiert ist. Und es ist absolut nicht cool, dass Fu uns jetzt so früh verlassen hat. Es ist echt überhaupt nicht cool. So, wo können wir jetzt mal hier hin? Ach, wir können nur zurück, oder was? Wie uncool ist das denn? Okay, wir haben langsam... Okay, nicht, dass die Rebellen da jetzt kommen. Das wäre sehr, sehr uncool. Okay, hier waren wir schon, deswegen ist da jetzt nichts. Wir fliegen mal in den Store und reparieren uns dort. Hallo. So, das ist aber eine kleine Geschichte, warum jetzt hier gerade ein Laden ist. Das ist aber für uns total uninteressant. Fix all. So, jetzt sind wir wieder repariert. Jetzt könnten wir uns hier auch noch ein neues Crew-Member kaufen. Also einen neuen Fu-Ersatz sozusagen. Aber wir haben so viel Geld nicht dabei. Wir haben sowieso viel zu wenig Geld für irgendwas. Wir kaufen uns noch ein paar Raketen. Und weiter geht's. Und jetzt müssen wir uns auch ein bisschen sputen. Denn, wie man da gesehen hat, die Rebellen sind unterwegs. Die Rebellen sind unterwegs und wir sind nur zu zweit. Bla 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 bla. Irgendwer macht Werbung. Wir könnten hier handeln. Wir könnten 7 Sprit ausgeben. Nee, 7 Sprit kriegen für 4 Raketen. Wieso haben wir eigentlich nur noch 15 Sprit? Hatten wir nicht irgendwie 22 oder so? Ich hab nicht aufgepasst. Egal. Genau. Wir könnten also 7 Sprit kriegen für 4 Raketen. Wollen wir das? Wollen wir das? Nö. Gut, weiter geht's. Die sind echt schnell, die Dinger. Das ist nicht gut. Wir fliegen hier direkt weiter. Ich hab ein bisschen Angst. Und ich weine immer noch ein bisschen wegen Fu. Und Hall of Rock, mein lalala. Behind the wreck, there was a little ship. Looks onto your ship signature and heads your way. Was? Okay, da ist irgendwas, das auf uns zufliegt. Ship's turning circle proves to wide and the here. Hey, okay, irgendwas hat sich an unser Schiff rangemacht und will sich zu uns durchfressen. Missile Weapon Attempt a controlled detonation using a missile. Okay, ich könnte jetzt jemanden rausschicken, der sich darum kümmert und versucht, dieses Ding von unserem Schiff abzumachen, aber ich könnte auch eine Rakete abschießen, die quasi gezielt nur das Ding absprengt. Ja, das ist sehr gefährlich, aber es ist noch viel gefährlicher, jetzt nochmal jemanden rauszuschicken, weil wenn ich jetzt Hanni da rauslasse, dann ist die auch dumm geblieben und bin ich alleine. Und alleine kommst du nicht weit. In der Ferne des Alls. Deswegen hier Missile Weapon. Bam! So, wir haben uns ein bisschen getroffen, glaube ich. Ja, hier, die Hülle ist ein bisschen kaputt. Another new story, the crew member goes out to fix a modified warhead to the mine. You detonate the missile in a way that dislodges the mine. It blows up shortly after the ship takes some damage in the blast, but you're still... Okay, ja, wir haben es geschafft. Okay, irgendwer ist rausgegangen. Ja. Oh Mann. Wir haben wohl irgendwie Dings gezogen hier. Wer den kürzesten zieht, muss rausgehen und eine Bombe da ranmachen an dieses Ding. Wir haben es auch geschafft. Haben das Ding erfolgreich abgesprengt, haben sogar noch Kohle dafür gekriegt, warum auch immer. Aber wir haben halt auch ein bisschen Schaden genommen, ne? So, Honey, weiter geht's, ne? Oh, ich weiß, ich vermisse ihn auch. So, weiter hier lang. Wir haben eigentlich wenig Chancen. Zu zweit, wir sind absolut nicht ausgerüstet. Wir sind schon am Ende des zweiten Sektors und haben unser Schiff noch gar nicht aufgebessert. Und jetzt sehen wir einen Sultan-Merchant. So, und der will nicht mit uns, der will jetzt nicht mit uns kommunizieren, weil der nicht will, dass die Rebellen das sehen und so. Und ja gut, dann passiert halt einfach wieder gar nichts. Wir können jetzt nochmal hier hinspringen, bevor wir zum Exit springen. Vielleicht kriegen wir da irgendwie so ein bisschen Kohle. Oh, shit. Okay, ein Mantis-Ship. Okay, das ist ein Jäger. Den könnten wir ignorieren, aber eigentlich wollen wir den angreifen, weil wir wollen Shit von dem haben. Wir wollen von dem Scrap haben. Zack, Pause, wir sind nur zu zweit, das ist ein Riesenproblem. Aber immerhin kann er keine Leute zu uns rüber teleportieren, das ist schon mal gut, weil wenn er das tun würde, dann hätten wir zu zweit echt ganz schön schlechte Karten. Deswegen schießen wir jetzt einfach mal hier direkt, bam, bam, auf sein Waffensystem. Und klappt das?
Klappt das? Oh, ich bin so gespannt. Oh. Komm schon. Okay, geht los. Bam. Jawohl. Geil. So, jetzt machen wir noch das Schildsystem aus mit dem Laser. Er kann so lange nicht auf uns schießen. Das ist sehr, sehr gut. Oh, Hani muss hier reparieren, sehe ich gerade. Jetzt sind unsere Schilder aus. Aber seine sind jetzt auch defekt. Leider ist sein Waffensystem wieder da. Oh, shit, du. Komm schon. Hoffentlich schießt der Laser nur einmal. Aber ist, glaube ich, auch Mark 2. Der schießt auch dreimal. Ist nicht gut. Ah, da haben wir ihn. Yes. Ship explodes. So, wir haben 2 Raketen. 2x Sprit und 17 Tacken. Sehr gut. Das heißt, wir haben 40. Wir könnten unser Schild aufbessern. Das mache ich jetzt auch. Leider brauchen wir nochmal 30, damit wir 2 Schilder haben. Und wir müssen dafür auch noch den Reaktor aufbessern, damit wir generell mehr Energie haben, die wir da reinstecken können. Das heißt, wir brauchen 2x 20, weil so eine Powerbar hier kostet 20. Können wir ja schon mal investieren. So, die können wir aber so noch nicht in das Schild hier rein investieren, weil man braucht, man muss es halt noch um 1 aufbessern. Und dann kann man da die Energie reintun und dann hat man auch 2 Schilder. So, das kostet uns also jetzt noch 20 für den Reaktor und 30 für das Ding, also 50 insgesamt. Erst wenn wir 50 Geld hier zusammen haben, kriegen wir ein zweites Schild. Das ist sehr, sehr teuer. Weiter geht's. Warte mal, wir sind jetzt hier daneben. Und da ist das Exit. Wir könnten noch zum Store fliegen und uns reparieren. Ne, können wir nicht. Wir haben nur noch ein Geld. Deswegen ab. Ab in den nächsten Sektor, Leute. Vielleicht haben wir da mehr Glück. So, da will jemand mit uns traden. Hey, you, we find ourselves low on fuel. So, die haben keinen Sprit und wollen uns dafür Drohnenteile geben. Eigentlich brauchen wir die absolut nicht. Und den Sprit brauchen wir schon. Aber wir sind ja voll nett, ne? Vielleicht, ich weiß noch nicht. Vielleicht ist es ja so programmiert, dass sie uns irgendwann später helfen. Ich hoffe darauf. Weil sonst werde ich das Spiel nur noch so spielen, dass ich keinem was gebe. Egal, wie nett die sind. Und wir fliegen weiter hier im Hostile-Sektor. Weil, wie gesagt, die Nebula, dieser Nebel ist so hart. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht, Leute. Voll hart. A few years ago, this region was bla 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 bla. Hallo. So. Im ersten Ding passiert meistens nichts. Wir können uns mal hier umschauen. Ich würde sagen, wir fliegen hier so ein bisschen unten rum, weil diese Felder hier sind auch in der Nebula, also auch in diesem Nebelquatsch. Und da will man nicht sein. Ich sag's euch. Könnt ihr mir glauben. Wer das Spiel kennt, weiß, wovon ich rede. Ihr wollt es wahrscheinlich mal sehen, ne? Aber werdet ihr auch ganz am Ende hier von diesem Sektor. Dreader has set up shot his beacon. He presents this offer. Okay, da will jemand mit uns handeln. Und will uns, der will Raketen von uns haben, das möchten wir nicht. Wir möchten keine Raketen weggeben. Nein, auf gar keinen Fall. Gut, dann geht's hier lang weiter. Spannung steigt. Oh, was ist jetzt? As soon as you arrive, a small mantis ship detaches from a wreck and jumps away. You must have interrupted their salvage operation because you find the... Okay, also die haben hier eine Waffe da gelassen. So ein mantis ship, das gerade weggesprungen ist. Haben eine Waffe hier gelassen und 13 Kohle. So, jetzt sind hier unsere Waffensysteme quasi voll. Wir könnten jetzt Waffensachen verkaufen. So, diese Waffen sind automatisch installiert. Ich glaube, die könnte ich auch hier hin tun, oder? Yes. Das möchte ich aber nicht, denn je mehr Waffen hier drin sind, also die Waffen, die ganz rechts sind, gehen immer zuerst kaputt. Und die, wenn wir die eh nicht brauchen, ist ja auch super, ne? Wobei, natürlich brauchen die auch eigentlich Energie. Entschuldigung. Wir schauen uns das mal an. Was brauchen die denn so? Quiet Power, die brauchen 3 Power. Schießt einmal, ne? Kryas Missile. Schießt halt eine Rakete. Macht 4 Schaden. Voll krass. Und die Breach Chance ist high. Das heißt, die Chance, dass das Ding durchbricht, ist sehr hoch. Es ist eine super Sache. Also eigentlich würde ich das gerne benutzen hier. Leider brauchen wir 3 Energie und das ist ein bisschen zu viel. Weil das braucht 3 und das Ding braucht 2. Das heißt, wir bräuchten 5. Das heißt, wir müssten das super krass updaten, unser Waffensystem. Das kriegen wir so gar nicht hin. Was ist das hier? Required Power, der braucht auch 3 Power. Das ist mir viel zu viel. Also die beiden Waffen können wir erstmal nicht nutzen. Wir könnten sie hier, wie gesagt, in den Cargo tun. Wir machen das mal mit dem Ding. Gucken, ob das irgendwelche Vor- oder Nachteile hat. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Und ja, wir brauchen halt noch ein bisschen Punkte für unser Schild. Weiter geht's. Ich zeige euch mal die Nebula. Ich zeige euch das mal. Da könnt ihr mal sehen, wie abgefuckt das ist. So, bla 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 bla.
It's eerily quiet. Irgendwie ist hier nichts los. Das ist komisch. So, und wie man jetzt hier sieht, unsere Sensoren sind einfach mal aus. Ja, also normalerweise durch die Sensoren kann man halt alle Räumlichkeiten sehen. Jetzt, wenn irgendwie zum Beispiel irgendwas hier einbrechen würde, irgendwas unseren Raum hier kaputt machen würde, und der würde brennen, dann würden wir das so jetzt nicht erkennen. Ja, das heißt, wir müssten da hinlaufen mit Honey. Okay, brennt nicht, gut. Ja, manchmal sieht man hier noch ein Symbol, dass es brennt. Aber halt nur da, wo auch Systeme sind. Die Räume dazwischen werden hier ja nicht angezeigt. Das ist also ein Riesenproblem. Ja, und das in Kombination mit Türen noch kaputt oder so, das ist einfach schrecklich. Da geht auf jeden Fall ziemlich wahrscheinlich das Schiff kaputt, wenn man nicht aufpasst, wenn man nicht aufmerksam ist. Und deswegen immer Obacht und einfach nicht in die Nebula fliegen, solange man das einfach verhindern kann. So, wir hatten jetzt Glück, nichts passiert. Weiter geht's. Ich vermisse immer noch den Fu. Oh, shit. Okay. Oh, da ist ein Schiff mit Waffen, das uns angreift. Es hat ein normales Schild und ein Raketenabwehrschild. Und es hat eine Angriffsdrohne, also eine offensive Drohne, die jetzt hier uns die ganze Zeit angreift, während die da ihre Waffensysteme hochladen. Das ist absolut nicht cool. Und deswegen schießen wir jetzt hier mit allem, was wir haben, auf die Waffensysteme. Auch wenn die Rakete am Schild kaputt gehen wird, so beschädigt sie es doch zumindest mal. Oh, lad nach, Digga, lad nach. Oh, shit. Nicht gut. Fischkopf repariert hier vorne. So, wir haben hier nichts getroffen, aber das grüne Schild ist kaputt. Das heißt, wir können mit der Artemis nochmal hier drauf zielen. Diesmal ist die Chance relativ hoch zumindest, dass wir treffen. Oh, shit. Okay, alles du. Noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Unsere Waffen schießen. Ah, shit. Was ist das denn jetzt? Was war denn mit der Rakete? Was war denn mit der Rakete? Hat die Drohne die Rakete aufgehalten oder was? Okay, aber wir schießen jetzt weiterhin mal hier auf das Waffensystem. Wir haben schon eine Waffe beschädigt. Oh Mann. Dieses Scheißding hier. So. Schießt jetzt einmal vorbei. Sehr gut. Und deren Waffensystem war kurzzeitig ausgeschaltet. Wir schießen jetzt nochmal mit der Artemis gegen deren Schild. Zack. Schild kaputt. Nee, Schild nicht kaputt. Ach, ich hab mich verzielt. Ich hab deren Sauerstoffdings da kaputt gemacht. Auch okay. Denn die wollen jetzt aufgeben. Die bieten uns 2 Raketen, 1 Drohnenteil und 17 Kohle. Wollen wir das? Wollen wir das? Jo. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man die Schiffe kaputt macht, dass man da irgendwie weniger rauszieht. Ist zumindest so, habe ich mir zumindest so eingebildet. Wenn ihr das anders wisst, sagt mir bitte Bescheid. Und wir können jetzt einfach mal direkt weiter hier, ne? Wir haben jetzt Kohle für, warte mal. Wir haben jetzt Kohle für das Schild. Das können wir jetzt upgraden. Jetzt haben wir natürlich zu wenig Energie insgesamt. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Artemis-Raketen ausmachen, haben wir 2 Energie für 2 Schilder. Kann man hier oben links sehr gut erkennen. Und das ist sehr, sehr nützlich. Für Leute, die 2-3 Mal schießen auf einmal, dann haben die das halt viel schwerer, hier durchzukommen. Und weiter geht's. Exit. Eigentlich hätten wir noch woanders hinspringen können. This long range beacon is almost hidden with a... You can jump to the next sector. Okay, hier ist auch nichts los. Wir könnten hier nochmal zum Distress fliegen. Das machen wir jetzt auch, weil die Rebellen sind noch weit genug weg. Das finden wir gut. Und können hier noch was abstauben vielleicht. Oha. Oh, der hat 2 Schilder. Nein. The arrival indication of the distress... Spend it to our beacon... Ach so, die wollen, dass wir die irgendwo hin eskortieren. Da sagen wir doch erstmal ja, kriegen schon mal Kohle dafür. Und dann haben wir auf der Karte quasi eine Position, wo die hin müssen. Und die müssen bloß hier hin. Gar kein Problem. Wir nehmen euch mit. Ja, der Fu hätte da auch kein Problem mit gehabt. So, Shorty after you arrive. Blablabla. Und springt. Sie danken uns und geben uns 2 Sprit, 1 Rakete und 35 Tacken. Alter. 35 Tacken. Ist ja wohl klar, was wir da machen. Wir holen uns auf jeden Fall schon mal mehr Energie. Haben jetzt also dauerhaft auch beide Raketensysteme aktiviert und haben noch genug für 2 Schilder. Das ist schon mal sehr, 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 sehr praktisch. Und dann könnten wir uns noch überlegen, was wir sonst noch so hochpowern hier. Ich weiß gar nicht, was man hier verbessert. See Enemy Interior. Ach, dann kann man bei den feindlichen Schiffen voll reingucken, oder was? Voll krass. Blast Doors? Was sind denn Blast Doors? Now's Remote Opening and Choosing of Doors. Oh, willst du Blast Doors? In fire. Ah, wenn man solche Türen hat,
dann verbreitet sich das Feuer nicht. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Oh, so Sachen, die ich noch nicht weiß hier, ne? So, hier mehr Waffensysteme und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Hier wird man einfach nur schneller geheilt. Ich finde, man wird schon sehr, sehr schnell geheilt. Deswegen brauchen wir das, finde ich, nicht. Ich finde, das mit den Türen ist mit das Beste eigentlich. Ich finde, das holen wir uns jetzt. Except. Wunderbar. Jetzt lassen Türen einfach mal Feuer nicht durch. Geil. Und wir können springen. Und jetzt mal schnell zum Exit, Freunde. Und ab in den nächsten Sektor. Okay, hallo? Hallo? Ach, hier waren wir schon mal. Okay, alles gut. Nächster Sektor. Puh. So, wir fliegen natürlich nicht in die Nebula. Ach, wir können hier nur... Ach, wir sind hier. Wir sind hier und können quasi nur hier hin. Alles klar. Kein Problem für mich. So, wir sind angekommen im dritten Sektor. Abgefahrener Shit, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt gerne... mit Trauern um Fu, der schon so lange jetzt von uns gegangen ist. Es ist sehr, sehr traurig. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.